Hi zusammen, Farbstoff hier. Willkommen zu einem neuen Video. Heute ist Videoaufnahmetag. Es leuchtet rot am Portal. Das heißt, zweifach Chance auf mythische Splitter und legendäre. Das ist jetzt nicht die Mega-Chance, aber es ist der Zeitpunkt, wann ich meine mythischen Splitter aufmache. Ich habe noch nicht mal richtig aufgeräumt, da dieses Video jetzt. Ich habe überlegt, ob ich überhaupt öffne. Dann habe ich gedacht, ich öffne. Und dann habe ich gesehen, Mist, bevor ich Aufnahme drücke, mein Platz reicht nicht. Das heißt, wir müssen jetzt noch kurz aufräumen. Vielleicht mache ich das und schneide es dann gleich raus. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Wenn ich es nicht vergessen habe, nehmt es mir nicht übel. Dann, ihr wisst, ihr könnt es ja. Ja. Aber das sollte relativ schnell gehen, da das ein bisschen halt den da und den da. Bisschen Food vorbereiten für die kommenden Tage. Und die werden dann sowieso immer einen Teil verfüttern. So, jetzt haben wir, einen machen wir noch weg. Dann haben wir 30 und mit dem können wir arbeiten und den Rest, den vernichten wir dann einfach immer wieder. Okay, gibt es irgendwelche Gems, die ich mir wünsche? Alle, die ich nicht habe. Siegfried wäre toll, bitte nicht schon wieder einen Gockel. Und auch den neuen Fusionschamp, diesen Bomben, der hat mir jetzt auch nicht gefallen. Aber das kann ja sein, dass sich noch erinnert. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Machen wir die ersten 10 auf. Mir wird gleich schwindelig. So, Leute. Oh! Oh nein! Gleichen mythischen zum Anfang. Leider, und jetzt ist das Problem, ich habe sie schon mehrfach. Wirklich mehrfach. Boah, das ärgert mich natürlich jetzt. Nicht, dass ich diesen Champion nicht mag und nicht, dass ich das toll finde, aber ja. Tja. Also einen mythischen zu empowern ist eigentlich eine Katastrophe. Ich hoffe, dass das nicht dabei bleibt. Ich hoffe nicht, dass das jetzt der einzige war aus 53. Das würde wirklich wehtun, wenn wir weiter mit Abase oder Abase oder wie so rum ausgesprochen und rumrennen. So, jetzt ist wahrscheinlich hier, dass sie diese. Also ich öffne ja wirklich gerne Splitter, aber wisst ihr, was mich wirklich triggert? Seltene Champions. Ich ziehe einen mythischen Splitter, um seltene Champions zu ziehen. Jetzt weiß ich nicht, ob der Dude ist oder ob der richtig Dude ist. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ja. So, weiter geht's. Oh, legendär und. Gut, den brauchen wir ebenfalls nicht. Gut. Wir haben ja gesagt, wir können gleich aufräumen. Dann werden wir das auch tun. Wir haben jetzt ja hier wieder einiges an Rojas bekommen. Aus mythischen Splittern. Was besonders wehtut. Ach Gott, Leute, ich kann euch ja nicht sagen, wie mich das immer ärgert. Also bei, ich finde ja nicht, bei anderen Splittern ist es ja nicht so schlimm wie bei denen. Da musst du farmen wie so ein Blöder und machst und tust und bekommst am Ende dann eventuell sowas. So, jetzt machen wir mal die 3 auf, oder? Vielleicht haben wir, komm. Komm. Ma. Los, weiter geht's. Wie viel haben wir jetzt eröffnet? Wir haben schon wieder 30 Stück, das war der zweite. Dann haben wir jetzt 30 Stück geöffnet. Ich weiß gar nicht, wo der Mercy-Counter genau ist. Aber ich glaube, es ist immer noch bei geringen irgendwas Prozent. So. So, einen machen wir noch voll. Und dann haben wir mal 10 einzelne. Where? Nein, epic. Oh, Geomancer wäre natürlich geil, wenn jetzt dieser Geomancer der erste wäre. Dann würde mich freuen. In dem Fall ist das nicht der Fall. Eieieiei, diese blöden Runenmünzen da, dieses blöde Event. Ich hoffe, ihr skippt das, wie im Video empfohlen. Come on, irgendeinen schönen mythischen will ich haben. Irgendwas Schönes. Der sieht aus wie so ein Zebra. Was Schönes. Ich rufe jetzt so oft hier. Bis es endlich kommt. Was Schönes. Eieieiei. Wo steht der Mossi? Weiß das einer? Wo steht der Mossi? Ich weiß es nicht. Zu hoch. Hundertprozentig zu hoch.
kann meinen Arm noch nicht richtig bewegen. Da ist aber noch eingegipst oder eingeschient hier. Zwei Stück noch. Buh. Oh. Ja. Wow. Wow. Blizzard der Heuler. Ist nicht umsonst Blizzard der Heuler. Ist wahrscheinlich für viele Accounts, nicht falsch verstehen, ein guter Champ. Für meinen Account nur leider nicht mehr. Für meinen Account ist es tatsächlich ein Fail, da ich diesen Champion nirgendwo spiele. Außer eventuell ab und zu mal, wenn überhaupt, ein Zentranos. Ja, dieser Champion wäre schön gewesen. Dieser Champion, Galassir, wäre schön gewesen. Alas hätte ich auch genommen. Gismak haben wir ja Gott sei Dank. Lazarius hätte ich genommen. Nee, hätte ich nicht genommen. Hätte ich auch nicht genommen, habe ich schon. Gut, Carnage kriegen wir sowieso. Nein, will ich auch nicht wollen. Auch nicht wollen. Ja, Kriegsschar. Wäre auch schön gewesen, ne? Nee, Freunde wollen wir auch nicht. Toshiro wäre auch schön gewesen. Und Nais, nee, hätten wir jetzt nicht unbedingt. Es ist schade, ne? Wir haben Mythischen bekommen, ohne Frage. Leider. Einen, den wir schon hatten. Aber gut, sei es drum. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, und aufgrund dieser Puls jetzt, die wahrscheinlich auch viele von euch machen werden und so weiter, schreibt mir bitte, wenn ihr welche pult, ob ihr überhaupt schon mal eingepult habt und wenn ja, wie viele dafür geöffnet habt. Es gibt jetzt viele in der Community, die mir immer schreiben, boah, du hast da so ein Glück. Nee, hab ich nicht, siehst ja. Und die trotzdem dann schreiben, ja, ich habe auch schon 30 geöffnet und gar keinen bekommen. Und manche schreiben, ich habe 30 geöffnet und habe 2 bekommen. Mich würde interessieren, was ihr da sagt. Schreibt mir in die Kommentare, lasst mich wissen und oh, warte mal. Achso, jetzt haben wir ja, stimmt, wir haben ja jetzt gerade geöffnet hier, dann kriegen wir ja diesen blöden Stuff hier. Was haben wir denn hier? Nehmen wir die Bücher hier unten mit, oder? Ach, diese Dreck, das ist so ein Drecksevent. So ein Drecksevent, Leute, kann ich euch nur sagen. Kriegt nur legendäre Items, aber die Bücher nehme ich mit, die mythischen. So, den da. Und dann das Buch und das Buch. Jetzt haben wir noch 7000. Dann nehmen wir den da. Jetzt haben wir noch 300, perfekt. So. Wieso 300? Kann ich auch mal für 300 kaufen? Ach, hier oben, tatsächlich. Nehmen wir die da. Okay. Ja, also ihr habt diese, ist egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche euch was. Bis dann, euer Farbstoff. Ciao, ciao.